So, hier ist der Hahn wieder. Und hier bin ich wieder. Guckt, hier ist sie. Hier ist sie. Hier ist sie. Bescheuert, wie sie immer ist. Ah, ich... Ich weiß immer nicht, ob ihr... Na. So, mal Musik ein bisschen leiser. So, also... Mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Ich habe für mich jetzt eine sehr gute Lösung gefunden oder einen Weg gefunden, das eben halt so zu akzeptieren, wie es ist. Weil es hat lange gedauert, bis ich so für mich gesagt habe, okay, die Kinder werden älter und ja, also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ich meine Kinder nicht gesehen habe, aber irgendwann so Mitte April war, glaube ich, das letzte Mal, ja. Ja, also wie gesagt, gesundheitsmäßig kann ich nicht klagen, geht es mir gut. Ja, und ich hatte ja bei Instagram schon mit erwähnt, dass ich mal ein Update mache, wie der Stand der Dinge ist. Und das mache ich jetzt hiermit. Ihr steht noch nicht richtig. Steht ihr jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Ja. Also, wie ja manche von euch schon wissen, hat ja mein Ex damals im April herausgefunden, dass ich bei YouTube bin und da auch so Videos mache. Und nicht nur Videos, Physiotherapie-Videos etc., sondern eben halt auch Videos, ja, wo ich eben halt erzähle, über mein Leben, was er so abgezogen hat und immer noch abzieht. Ja, und ja. Und das war auch das Wochenende, wo ich die Kinder denn hatte, wo er dann angerufen hat und hat gesagt, ja, nimm sofort die Videos raus, ansonsten siehst du deine Kinder nicht mehr. Jo. Und dann habe ich ja lange überlegt, ob ich das wirklich mache. Ich habe es ja dann auch gemacht, weil wie gesagt, das ist jetzt mein neuer YouTube-Channel. Und ja, und habe mir so gedacht, hey, die Videos sind ja nicht weg, weil die habe ich ja auf dem Laptop drauf. Und schauen wir doch mal. Ich muss mich mal kurz umdrehen. Ja. Ja, also wie gesagt, habe ich mir so gedacht, schauen wir doch mal, ob ich denn die Kinder wiedersehe. Ob es wirklich an den Videos liegt oder ob es einfach nur daran liegt, weil er mir andauernd was sagen möchte, was ich zu machen habe und nicht. So, und jetzt steht ihr schräg. Und ich weiß auch warum. So. Naja, aber wie gesagt, ich habe den Channel gelöscht gehabt. Und so, jetzt lasse ich euch so stehen. Ich fasse euch nicht mehr an. Und habe den Channel gelöscht, weil ich habe mir gedacht, wenn er dann immer noch irgendwo was anderes findet oder mal wieder was Neues findet, um dass ich die Kinder nicht sehen kann, kann ich ja immer noch mal einen neuen Channel eröffnen. Wie gesagt, das habe ich dann, das ist nicht vor einem Monat oder so gemacht. Und habe dann da auch so alte Videos mit reingestellt. Ja, und jetzt ist es, ja, selbst wenn er das
den Channel irgendwann finden sollte. Er hatte seine Chance gehabt. Und ja. Also wie gesagt, die erste Bedingung war ja damals, da habe ich auch die alten, zwei alten Videos mit reingestellt, dass ich die Anzeigen zurücknehme und also gegen alle, auch gegen ihn. Ja, ich meine, hätte ja auch nicht sein müssen. Er hätte mir einfach meine Sachen, meine persönlichen Sachen aushändigen brauchen. Und dann hätte er auch keine Anzeige gekriegt. Also irgendwie, sage ich mir, will das ja auch nicht anders. Ja. Naja, okay. Also wie gesagt, ich sollte die Anzeigen zurücknehmen. Dann sollte ich mich auf begleiteten Umgang einlassen. Dann ja, sollte ich die Videos rausnehmen. Ja, und ich habe dann mit ihm auch nochmal gesprochen gehabt. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Und hatte ihn angerufen und gefragt, wie es denn nur ist. Ich meine, Videos sind ja nun nicht mehr drin. Und er hat dann gesagt, ja, das weiß ich. Nur wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass dieser Channel neu eröffnet wurde. Ja, und ja, was soll ich sagen? Er hat eben halt schon wieder die nächste Bedingung gehabt und hin und her. Und ja, ich weiß, dass du die Videos rausgenommen hast. Und nach Stelle sagst du dann, ja, dann steht ja jetzt ein Umgang, jetzt nichts mehr im Wege. Da meinte er, doch, doch, da gibt es noch eine Sache. Und ja, und dann habe ich dann gefragt, Mensch, was denn jetzt schon wieder? Was stört dich denn jetzt schon wieder? Und ja. Und da fing er dann an, ich solle mich doch freiwillig aus dem Grundbuch austragen lassen. Und dann könne man drüber reden, ob ich die Kinder denn mal wieder sehe. Also es war noch nicht eine Zusage. Ich meine, selbst wenn er gesagt hätte, hier, trag dich aus und dann siehst du die Kinder, selbst dann hätte ich gesagt, also ich habe mir auch gefragt, wovon er nachts träumt, ja. Ja. Und da war mir dann klar, dass er eigentlich, mein Ohr, dass er eigentlich letztendlich nie Ruhe geben wird. Ja, er wird immer was finden, wo er sagt, du siehst die Kinder nicht, wenn du das und das nicht machst. Und ey, ich bin keine 15 mehr, ja, und ich bin auch, selbst mit 15, glaube ich, hätte ich mir das von meinen Eltern, ja, ich habe ihm den Vorschlag gemacht, man könne ja alles vergessen, also was heißt vergessen, aber man könne versuchen neu anzufangen und einfach für die Kinder Eltern sein, ja, einfach für die Kinder da zu sein. Ja, und da hat er gesagt, ja, nee, Eva, da ist immer noch das Grundbuch, ja. Ja, das wird auch in ein paar Jahren noch sein, das Grundbuch, weil ich werde mich da nicht austragen lassen. Ja, und dann hat er gesagt, ja, dann muss sich das Gericht darum kümmern, ja. Aber das Gericht kann ja nicht sagen, Frau Wienroth, lassen Sie sich mal bitte aus dem Grundbuch austragen. Kann schon, aber die können es nicht bestimmen, ob ich das mache oder nicht. Aber wie gesagt, auch da, egal was er sich da einfallen lassen sollte, ich glaube, alles was jetzt mit dem Haus zu tun hat, ich glaube, da sollte er, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein, was er, welche Bedingungen und Forderungen er mir gegenüberstellt. Ist keine Drohung, bloß es gibt genug Sachen, wo er sich dann wahrscheinlich auch ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn er das jetzt so durchziehen möchte, wie er möchte. Oder vorhat oder wie auch immer. Also bis jetzt habe ich ja noch keinen Schreiben gekriegt von seiner Anwältin. Oder was weiß ich.
Ja, und wie gesagt, also ich habe mir damals schon die Frage gestellt, was haben die Anzeigen mit dem Umgang zu tun? Was haben die Videos mit dem Umgang zu tun? Ich meine, nichts rechtfertigt, dass er sagt, und das ist ja so das Schlimme, dass der ja so mit allem durchkommt. Aber auch da sage ich mir wieder, auch das wird Korma richtig schön beobachten und sich alles schön aufschreiben und irgendwann werden die Leute, das ist ja nicht nur er, das Jugendamt, die Richterin, seine Anwältin, meine sogenannten Eltern, ja, ich wüsste. Ja. Wie gesagt, eigentlich kann man meine ganze Familie irgendwo in den Topf hauen oder in den Sack stecken, nur mit einem Knüppel drauf oder was weiß ich. Jugendamt und die Richter gleich mit. Trifft immer den Richtigen. Es wird kein Falscher den Knüppel abkriegen. Ja, und ja, nun gut, ja, wie gesagt, ja, dann hat er ja noch gesagt, weißt du was, ich glaube nicht, wenn du die Kinder fragen würdest, weil er wollte nämlich eine Unterschrift von mir haben, damit er Reisepässe beantragen kann für die Kinder. Und da habe ich dann gesagt, ja, das ist alles kein Problem. Ich sage, wenn du dann eh auf dem Weg zu mir bist, ich sage, dann kannst du ja die Kinder gleich mal mitbringen. Und dann kann ich die Kinder ja mal wenigstens mal sehen und Hallo sagen und in den Arm nehmen, drücken. Und er sagt jetzt zu mir, nee, Eva, so haben wir nicht gewettet. Und dann habe ich gesagt, ich sage, okay, kriegst halt auch keine Unterschrift. Ja, und ich wollte eigentlich nur die Kinder, ich meine, wenn man sich das so überlegt, ja, er kann nicht zu mir kommen, um mir die Kinder zu bringen, aber er kann zu mir kommen, um sich irgendeine Unterschrift von mir abzuholen. Und kann dann aber die Kinder nicht mal mit ins Auto setzen und sagen, komm, wir fahren mal schnell zu Mama. Ich muss da was abholen und ja, dann könnt ihr ja Mama auch sehen. Nee, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja, und somit kann ich eben halt auch nicht eine Unterschrift geben. Ja, wie der Zufall, dass der manchmal so möchte, ja, habe ich dann auch mir die Hand verletzt. Und ja, ist mir also scheißegal, ob er das geglaubt hat oder nicht. Das war mir scheißegal, ist mir auch scheißegal. Ach ja, und ja, und er hat dann nur so zu mir gesagt, na Eva, was willst du denn? Die Kinder wollen dich sowieso nicht sehen, die wollen gar nicht zu dir. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage, weißt du was, wenn du jetzt deine Kinder jetzt in diesem Moment fragen würdest, wollt ihr mal für ein paar Stunden zu Mama? Glaube ich nicht, dass die beiden sagen würden, nö, Papa, wir haben keine Lust auf Mama. Glaubt keiner. Nur er glaubt es. Ja, und daher, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was er damit bezwecken möchte, außer dass sich die Kinder von mir entfremden. Ja, vielleicht ist es ja das, was er möchte, ja. Aber wie gesagt, ich schreibe mir ja immer alles schön in die schlauen Büchlein auf und halte auch alles fest. Und irgendwann werden die Kinder dann mal ankommen und sagen, ey Mama, was war denn damals los? Die kriegen es ja jetzt schon mit. Aber irgendwann wollen sie bestimmt auch mal meine Seite hören. Und nicht nur immer die Seite von Papa oder von den Großeltern oder von den Tanten. Ja. Und daher, wie gesagt, das ist so,
Das Einzige, was jetzt mich noch so stört. Also mich stört eigentlich nur, dass er die Kinder benutzt, um mir schaden zu wollen. Also armseliger geht's schon gar nicht mehr, weil er eben halt keine Argumente hat. Also ich glaube, er würde es auch nicht auf der Reihe kriegen, wo ich jetzt überhaupt kein Problem mit hätte. Er würde es, glaube ich, noch nicht mal auf der Reihe kriegen, mit mir ein Gespräch zu führen, wo er mir alles an den Kopf schmeißt, was ihn stört, oder was ihm auf dem Herzen liegt oder wie auch immer. Nee, das kriegt er nicht auf der Reihe, das kriegt er nicht gebacken. Und wie gesagt, es ist wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass er eigentlich den größten Mist gebaut hat, ja. Ich würde nicht sagen, dass ich keinen Mist gemacht habe, aber ich habe seine Möbel und seine Sachen nicht weggeschmissen. So, dass er da irgendwie sich komplett neu einrichten muss oder so. Ja, also alles, was jetzt hier so steht, habe ich mir eben halt neu angeschafft, ja. Ja. Oh, ich würde mir Sonnensprich richtig dolle wünschen. Aber ich glaube, er weiß, dass er da untergehen würde bei diesem Gespräch. Ja. Naja, ist ja auch egal. Also wie gesagt, das ist jetzt, ja, also wie gesagt, es ärgert mich eben halt nur, dass er die Kinder benutzt, um mir wehtun zu wollen. Also, ich glaube, er tut den Kindern damit mehr weh als mir, weil, wie gesagt, ich habe jetzt für mich eine Basis oder einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Das heißt nicht, dass ich die Kinder nicht lieb habe oder so oder nicht vermisse. Wie gesagt, ich habe für mich so. Na, wie soll man das sagen? Also es ist mir nicht egal, aber ich sag mir immer wieder, okay, dann ist es halt so. Und er weiß eben halt nicht, was er tut. Es wissen alle nicht, was sie tun. Und ja, ein bisschen Mitleid habe ich, aber auch nicht für alles. Also Verständnis habe ich schon lange nicht mehr, weil das einfach, also ich habe kein Verständnis dafür, dass es auf die Kosten der Kinder geht, ja, weil er schadet den Kindern damit. Und wenn er mit mir ein Problem hat, dann soll er das bitte mit mir klären. Dann soll er mir an den Kopf schmeißen, wie bescheuert und blöd ich bin. Und ja, in eine Beziehung konnte er es doch auch. Da konnte er mir doch auch an den Kopf knallen, wie scheiße ich bin und wie krank ich im Kopf bin. Und warum kann das denn jetzt nicht? Ich meine, jetzt sind wir ja nicht mehr zusammen. Jetzt müsste es ja noch viel einfacher gehen. Ja, naja, also wie gesagt, falls du das mal siehst, leg dich mit Leuten an. Die auch sich wehren können, weil die Kinder können einfach mal, erstens können die Kinder ja auch nichts dafür. Und ich glaube, du vergisst auch, dass die Kinder schon darunter leiden, dass die Eltern sich getrennt haben. Denke mal an deine Kindheit zurück, ja, was du mir da alles so erzählt hast. Und du machst jetzt gerade nichts anderes mit deinen Kindern. Und ich glaube, da sollte man die Kinder noch wenigstens beide Eltern lassen.
Ich meine, was willst du denn noch? Du hast doch alles. Im Grunde müsstest du eigentlich so weit von glücklich sein. Du müsstest glücklicher sein als ich. Aber, ja. Ich meine, wie gesagt, wenn man ja alles erreicht hat, was man wollte, ja. Na gut, das mit einem Haus, das hast du noch nicht. Aber selbst wenn ich das machen würde, würdest du trotzdem immer irgendwo was finden, wo du sagen würdest, hier, das stört mich noch und das stört mich noch, jene stört mich noch. Und es stört mich eigentlich, dass sie überhaupt noch atmet. Ja? Vielleicht ist es ja das, was du willst, dass ich gar nicht mehr da bin. Aber auch da muss ich dich dann enttäuschen. Da lasse ich der Natur oder das Schicksal entscheiden, wann ich von der Welt gehe oder sowas. Oder du willst mich einfach in eine Gosse sehen, irgendwo richtig am Boden liegen sehen. Aber auch das schaffst du nicht. Weil ich war ja schon ganz unten. Hm? Ja, wo du denn die Schlösser ausgetauscht hast, während ich im Krankenhaus lag. Und meine Möbel rausgeräumt hast aus dem Haus. Und mich dann, als ich entlassen wurde, nicht mehr reingelassen hast, weil ich ja da angeblich nicht mehr gewohnt habe. Ja. Ich würde ganz gerne so mal hier so alles zeigen. Aber halbwegs sieht man es ja auf den ganzen Videos so ein bisschen. Und daher glaube ich nicht, dass du das schaffen würdest. Also, ist ja, wie gesagt. Wie gesagt, denke einfach an deine Kindheit, ja. Denke an das letzte Telefongespräch, was wir geführt haben. Und da hast du ja gleich mit dem Thema abgeblockt. Da hast du ja gleich wieder versucht, gleich ein anderes Thema zu finden. Aber ich denke, du solltest da dann vielleicht mal bei dem Telefongespräch, was wir hatten, vielleicht nochmal dran zurückdenken. Weil es ist schon merkwürdig, wenn jemand mit einem Thema anfängt und man sagt dann immer, naja, damit brauchst du jetzt nicht anfangen. Und das hat ja nichts mit dem zu tun. Doch, doch, doch. Weil, wie gesagt, du machst gerade denselben Scheiß mit deinen Kindern. Nur ein Unterschied gibt es, da gebe ich dir recht, dass ich meine Kinder sehen will und mit denen Kontakt haben möchte. Und ich erst warte, bis sie 30 oder, weiß nicht, wie alt du damals warst. Warst du damals schon 25, 26, 27, keine Ahnung. Dass die Kinder dann irgendwann zu mir den Kontakt suchen, weil so lange will ich auch nicht warten. Und selbst wenn es so ist, ja, den kann ich damit auch leben, aber ich glaube, ja, man hört ja bei dir, also bei dir muss man sehr viel zwischen den Zeilen lesen und hören. Und du bist mit der ganzen Situation auch nicht zufrieden. Du bist zwar zufrieden, dass du eine neue Partnerin hast und ja, die dich in vielen Sachen unterstützt. Du bist auch zufrieden, dass meine Eltern dich unterstützen. Aber du bist mit der anderen Sache nicht zufrieden. Weil ansonsten, mein liebes Schätzelein, würdest du mich komplett in Ruhe lassen. Dann würdest du sagen, ey,
Was will ich denn noch? Ich habe alles. Ich habe die Kinder, ich habe das Haus, ich habe eine neue Freundin. Ich bin gesund, ich habe Arbeit. Ich habe keine pflegebedürftige Freunde mehr am Hals. Ich kann jetzt mein Leben so leben und genießen, wie ich es schon immer wollte. Die Alte bin ich los. Die hat sich Gott sei Dank von mir getrennt. Ich musste es nicht machen. Hier hat sie ihre Kinder alle 14 Tage. Und dann ist gut. So würde ich es machen. Ich würde es so machen. Aber ja gut, vielleicht solltest du dir auch die Frage stellen, warum du das nicht machen kannst, möchtest, willst. Ja, man sollte auch ab und zu mal in sich hineinhören. Ist ja auch real. Ich möchte nur, oder ich wünsche mir nur, dass du es endlich sein lässt. Deinen ganzen Hass und deine ganze Wut, die du gegen mich hast, einfach mal von den Kindern fernhältst und mich das spüren lässt und nicht die Kinder. Ich kann damit umgehen, wie du mitgekriegt hast, kann ich mit viel umgehen. Ja, und aber du hast doch deine Kinder nicht, also lass doch die Spielchen. Und halte deine Kinder da raus oder unsere Kinder. Weil du machst sie damit kaputt, beziehungsweise schadest ihnen. Und wie gesagt, wenn man mit jemandem ein Problem hat oder sauer ist, dann sollte man das mit demjenigen persönlich klären und nicht ihn versuchen zu strafen. Ich weiß ja noch nicht mal, was das sein soll von dir. Ob das eine Strafe sein soll, ob eine Rache, ich weiß es doch auch nicht. Ja? Wie gesagt, lass die Kinder aus dem Spiel und mach's mit mir. Leg dich mit mir an. Und weil auf den Mund gefallen bist du doch nicht. Bist so ein cleveres Kerlchen. So, die nächsten Videos, ich werde dann nochmal ein Schminkvideo machen, wenn ich mir dann endlich ein Tischspiegel gekauft habe. Und dann werden wir mal wieder zu Elfriede und Herbert fahren. Vielleicht machen wir das auch morgen schon, weil morgen soll es sehr warm werden. Ja, und ja. Wenn ihr Fragen habt, kommentieren. Ihr findet mich auch bei Instagram, Eva Wienroth. Bei YouTube habt ihr mich ja gefunden. Facebook ist auch Versoa. Und so, jetzt verabschiede ich mich erstmal von euch. Ciao. Ja, dreht euch wieder um. Wow. So.